Projektleiter und im Bereich Software Engineering tätig. Habe mich dann sozusagen vom aktiven Berufsleben verabschiedet und wollte nur noch für meinen Verein da sein. 2009 kam ich dann. Kein Ton? Ja, theoretisch sagt er, wir haben Ton. Ich höre mir nichts anderes schon. 2009 kam ich dann zu Joomla und habe angefangen, kleinere Komponenten zu programmieren. Das hat mich so gepackt, dass ich dabei geblieben bin und mich selbstständig gemacht habe. Die ersten Programme waren unter Version 1.5 noch erstellt und unter Version 1.6 hat sich abgezeichnet, dass einerseits bei der Programmierung kein Stein auf dem anderen bleibt, dass es aber andererseits einen eklatanten Mangel an Büchern und Lernmaterial gibt. Also habe ich mich mit zwei Kollegen zusammengetan und wir haben ein Buch geschrieben, das immer noch den Einstieg in die Programmierung für Beginner deutlich macht, auch wenn Details da das Code inzwischen anders sind. 2014 habe ich mit Benjamin Trenkle für Wicked Software angefangen und seit 2015 bin ich in einem Projekt der EQ, das Joomla in allen Bereichen total anwendet und mich auch selber an eine richtige Herausforderung bringt. Dort kann ich jetzt nicht richtig austoben und alles einsetzen, was ich kenne. Ja, was ich heute zeigen möchte, das ist nichts, was erfahrene Entwickler neu lernen müssten. Es ist so, ich werde jetzt einen Code vorstellen. Ich bitte euch eigentlich, wenn ihr Fragen habt, das entweder schriftlich an meine Mailadresse zu senden oder nachher unten in der Ecke Dr. Joomla mir vorzulegen. Ihr könnt auch jetzt, wenn ihr wollt, die Fragen aufschreiben und mir geben, denn ich habe ein bisschen akustische Probleme. Eigentlich sollte mein Vortrag ja anders heißen. Ursprünglich wollte ich schreiben, Sisyphus war ein glücklicher Mensch. Denn wenn man mit Joomla anfängt, mit der Programmierung, es kommt immer wieder eine neue Joomla-Version. Und jede Joomla-Version bringt Verbesserungen mit sich. Es ist ein Team, das dafür sorgt, dass Joomla rückwärtskompatibel ist. Man muss nicht in einer gut programmierten Komponente die Entwicklung jedes Mal neu anpacken, das nicht. Aber man hat die Chance, immer neue Verbesserungen einzubringen. Man kann im Zug von Refactoring immer wieder Code sauberer und schöner machen. Und ja, das machen wir jetzt für Version 3.6. Und wenn wir dort angekommen sind, kommt die nächste Joomla-Version und wir fangen wieder von vorne an. So, die Joomla-Version 3.6 hatte gezählt 17 Neuerungen für Developer. Ihr könnt das auf der Seite joomla.org auf den Landingpages anschauen. Diese 17 Verbesserungen sind jedoch nicht alle direkt für Entwickler greifbar. Also man muss keine Aktion damit einleiten. Es sind teilweise Verbesserungen, die einfach da sind. Die Performance für Formularprüfung ist besser geworden. Das ist einfach da. Es gibt einige Änderungen, die rein für Template-Entwickler sind. Die habe ich jetzt nicht berücksichtigt. Und es gibt
Neuerungen, die schon etwas sophisticated sind. Die möchte ich jetzt nicht berücksichtigen, denn dazu braucht man eine spezielle Aufgabenstellung und ein spezielles Umfeld, was ich zum Beispiel bei diesem Projekt für MLQ habe, aber das man normalerweise nicht einsetzt. Ich habe also folgende Sachen herausgepickt, die vor allem beim Erstellen von Formularen im Frontend, auch im Backend, überaus nützlich sind. Das sind Show-On, Subforms, JavaScript-Variable und eine Erweiterung von GDatabase. Wenn dann noch Zeit bleibt, können wir noch ein paar kleine Sachen anschauen. So, ich zeige euch jetzt einigen Code, aber ich kann Code nicht einfach mit Screenshot abbilden, das kann kein Mensch lesen. Deshalb habe ich die wesentlichen Stellen rauskopiert und vergrößert und dafür die in diesem Fall nicht relevanten Teile weggelassen. Das erste ist das Show-On. Das hat mich schon in der Beta-Version von Anfang an begeistert, weil das so einfach überaus nützlich ist. Ihr kennt alle die Situation, dass man Felder in Abhängigkeit von der Auswahl anderer Felder aufblendet oder verstecken will. Das ist bei einem ganz einfachen Beispiel gut sichtbar. Hier möchte ich ein Event eintragen. Ein Event hat ein Datum. Es kann ein Event sein, das sich wiederholt oder auch nicht. Wenn es sich nicht wiederholt, brauche ich keine Eingaben machen. Wenn es sich aber wiederholt, möchte ich verschiedene Parameter. In welchem Tag, in welchem Intervall, mit welchen Ausnahmen. Und um das zu realisieren, hatte ich in einer kleinen Komponente das mit JavaScript geregelt. Das ist ein Ausschnitt davon. Und ihr seht, dass das gar nicht so lässig gemacht war. Man musste einiges an Code investieren. Und das fällt damit weg mit dem Show-On. Das Show-On macht das alles für mich. Es tut mir jetzt natürlich in der Seele weh, meinen schönen Code wegzuschmeißen, aber wenigstens brauche ich ihn dann nicht mehr pflegen. Jetzt zeige ich euch konkret, wie das an einem Beispiel aussieht. Hier ist eine Map. Und auf dieser Map kann ich, wenn ich möchte, wenn zwei Marker, zwei Orte nahe zusammen sind, kann ich also einen Cluster bilden. Ich kann das Zentrum markieren, der Karte, das habe ich hier auf Leipzig gestellt. Ich kann diesen Zentrumsmarker aber auch weglassen, weil meistens ist er nicht nützlich. So, und ursprünglich sah die Eingabe im Backend so aus. Und ich dachte mir, mein Gott, wenn ein Administrator das nicht kapiert, dann kann ich auch nichts machen. Aber inzwischen kann ich diese Abhängigkeiten mit dem Show-On ganz einfach realisieren. Ich kann Abfragen stellen, soll das Zentrum markiert werden, ja oder nein. Bei ja zeige ich ein Eingabefeld für den Text. Ich kann abfragen, ob ich Popovers zeigen will. Wenn ich keine zeigen will, ist es okay. Wenn ja, möchte ich wissen, wie viele. Das fängt mit so einer einfachen Felddefinition an. Ich habe einen Radio-Button und zwei Values, ja und nein. Ich habe ein weiteres Field,
bei dem ich jetzt auf diese, ja, auf dieses erste, auf die Eingabe im ersten Feld reagiere. Show on, falls der Wert im Showcluster gleich 1 ist, zeige ich dieses Feld. Andernfalls bleibt das weg. Und das wird alles unter der Hand und unter, unsichtbar von dem Show-On gemacht. Und das Beste an allem ist, dass diese Bedingungen mit End und OR verknüpft werden können. Falls dieses Feld offen ist und das andere geschlossen ist, oder das dritte offen ist und das vierte geschlossen ist, damit hat man also fast unendliche Möglichkeiten, für den Benutzer eine exakte Benutzerführung zu bilden. Das ist das ganze Geheimnis an dieser Neuerung. Und ja, gibt es dazu nicht zu zeigen. Ich weiß nicht, ob jetzt dazu Fragen sind wir so nicht. Gut. Also, das ist eine so absolut super schöne Sache in 3.6. Und ebenso gut ist der Einsatz von Subforms. Subform ist etwas, was man, was das bisherige Repeatable Field ersetzt. Und das heißt nicht, dass es jetzt sofort eine Maßnahme geben muss, dieses deprecated wird ab Version 4. Also man braucht die jetzigen Fields nicht ersetzen, aber ich mache das, denn das Subform ist auch so eine wirklich geniale Lösung. Das hier ist so ein typisches Beispiel für Subforms. Man hat sowas in, bei Restaurants oder bei Sportstätten. Es gibt immer wieder den Fall, dass man so ganz einfache Listen mit Öffnungszeiten und Sprechzeiten erstellen will. Bisher mit Repeatable Fields sah das dann so aus. Ich mache ein Field vom Typ Repeatable. Und in dem Field erzeuge ich ein Modal. Sieht so aus. Wo ich beliebig viele Zeilen duplizieren kann. Manche Lokale haben als Öffnungszeit Montag bis Mittag 13 bis Sperrstunde, da braucht nur eine Zeile. Manche hat man jeden anderen Tag andere Öffnungszeiten. So, also hier diese Felder, Feldgruppe, Repeatable, blendet ein Modal auf. Das habe ich bisher gerne eingesetzt, das ist überaus nützlich. Es hat aber ein paar Schwächen. Und zwar, man kann das nicht wiederverwenden. Wenn ich in einem, zum Beispiel bei einer Vereinsseite, ich habe Trainingszeiten, Jugendtrainingszeiten, Erwachsene-Trainingszeiten, was weiß ich, Turnierzeiten und so weiter, dann schreibe ich das eben fünfmal in mein XML rein. Es wird immer länger. Und ich kann es auch nicht mehr weiter unterteilen und nicht ineinander schachteln. Es hat noch einen, und das ist eigentlich ein Bug, die Repeatable Fields können Felder, die JavaScript verwenden, nicht richtig darstellen, weil sie keine eindeutigen Its vergeben, beim Kalender zum Beispiel. Und ohne eindeutige Its kann ich bei der Wiederholung den Inhalt nicht aufnehmen. Wenn sich dann im Frontend wieder aufbauen will, dann wird das auch reichlich kompliziert. Denn ich habe zum Beispiel in dem Modalfeld 3 oder 4 oder 6 Spalten
Jedes davon wird mir als Array zurückgegeben. Dann habe ich 6 parallele Arrays und die muss ich bei der Ausgabe im Frontend wieder zusammenprimmen. Das ist machbar, aber es ist eben umständlich. Bei Formfields ist es das Problem aus der Welt. Die Formfields können, je nachdem, wie man sie einstellt, responsive sein. Man kann sie ineinander schachteln. Sie sind wiederverwendbar, das heißt, ich mache das Field einmal und benutze es beliebig oft. Sie erfüllen damit das Dry-Prinzip. Ich muss Code nicht wiederholen. Und ja, das ist natürlich auf der, jetzt alleine, wenn man das Verzeichnis anschaut, dass es übersichtlich ist zu sehen, ich habe hier ein Öffnungszeitenfeld, ich habe hier ein Trainingszeitenfeld, ist viel schöner als diese endlos lange Liste in XML. Ich habe bei der Arbeit damit noch ein paar kleine Sachen entdeckt, von denen ich noch nicht sicher bin, ob das Bugs sind oder ob es mein Bug ist. Das werde ich schon mal rauskriegen. Jetzt zeige ich euch, wie das ausschaut. Ein Subform ist ein Form. Einfach Form. Ich schreibe das wie jedes andere Form. Speichere es unter seinem Namen ab. Ich habe hier eine Zeile, einen Dropdown, das in SQL gemacht ist. Ich habe ein Texteingabefeld. Ja. Das ist meine Subform. In den übergeordneten, in dem Gesamtformular, das der Benutzer sieht, aktiviere ich diese Subform einfach so. Ich schreibe ein Field, Type Subform. Fertig. Ich muss eine Form Source angeben und das ist was, was mir momentan nicht so richtig gefällt, denn man muss den ganzen Pfad von Uproot komplett hinschreiben. Das ist eigentlich in den anderen Fields, glaube ich, nicht so realisiert. Und das ist eine Quelle von unendlich vielen Tippfehlern. Ja, und dann gebe ich eben die betreffenden Parameter ein. Wie oft will ich das wiederholen? Soll es als repeatable-table ausgegeben werden, zum Beispiel? Oder default, dann wird es einfach in diffs angeordnet. Und ich kann es natürlich auch mit draw-on kombinieren. Also ich will dieses Feld nur dann zeigen, wenn ein anderes Feld bei Julia hat. So schaut dann die Ausgabe aus und das ist jetzt kein Modalfeld, sondern das erweitert einfach das Formular, das der Benutzer sieht, erweitert einfach immer um das Repeatable-Stück. Das war das Thema Subforms. Das ist so einfach, aber so schön, dass ich das jetzt etwas ausgewalzt habe. Und ich habe noch gar nicht alle möglichen Varianten ausprobiert. Das ist ja noch ziemlich neu. Ich habe ja schon gesagt, es ersetzt das Repeatable Fields. Aber es besteht kein Zwang, jetzt alle Repeatable Fields wegzuschmeißen. Zumindest bevor die Joomla Version 4 kommt. Und wer weiß, was bis dahin ist. Habt ihr dazu Fragen? Ja. Ich habe eine Frage. Und zwar, funktionieren denn mit diesen neuen Subforms dann JavaScript verwendende Felder wie eben so ein Datepicker oder so? Oder ist auch da das Problem mit den fehlenden IDs? Sagen wir mal so, es ist noch nicht alles richtig drin. Wenn man jetzt auch hier auch sieht, dieses
diesem Dropdown, was bei SQL gebaut worden ist, oben funktioniert und unten nicht. Ich meine, das wird in der letzten Version sogar behoben. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, also in der 6.3. Aber es sind noch nicht alle Felder verfügbar. Zum Beispiel der Kalender, der funktioniert noch nicht so wie er nennt es. Da ist man aber auch dran. Das ist nicht alles ist auch mit 3.6. Okay, danke. Jetzt kommt eine ganz kleine Sache, aber die auch sehr nützlich ist. Und zwar ist es die Möglichkeit, JavaScript-Variablen in einen Container zu packen. Wenn wir bisher JavaScript-Variablen in einem Programm übergeben, dann kann das zum Beispiel so aussehen. Das kann man optisch immer noch verbessern, mit ein paar gezielten Hieben in eine schöne, saubere Form bringen. Trotzdem ist diese Sache ein Geduldsspiel und sehr fehleranfällig zu schreiben, bis man alle Hochkommata an der richtigen Stelle hat. Jetzt gibt es eine neue Möglichkeit, das Ganze in ein Array zu packen. Es ist im Prinzip nichts anderes, wenn ich es optisch anschaue, ob ich es so schreibe oder so. Es heißt nicht, dass das jetzt optisch viel Unterschied macht, aber es ist wesentlich leichter zu kriegen, muss ich schon sagen, und wesentlich leichter zu schreiben. Das Ganze packe ich also in ein Array und übergebe das mit AddScriptOptions an die entsprechende Komponente oder Modul oder was immer ich habe. Ha, und jetzt kommt mein Lieblingsthema. Datenbanken waren schon immer meine Leidenschaft. Also, in der neuen Version wurden die Datenbankklassen erweitert um Endware, Orware und Extendedware. Es gab einen Streit darüber, ob das jetzt eine, ob das jetzt ein Bugfixing ist oder ob es wirklich neu ist. Denn eigentlich sollte das auch bisher schon funktionieren. Hat es aber nicht getan. Ups. Bisher konnte man theoretisch schreiben, were, Bedingung, Komma, and und or als Verbindungsstück. Aber in Wirklichkeit hat das die Schnittstelle so gelöst, dass sie den ersten Kleber für alles verwendet hat. Hat man beim ersten Mal mit and angefangen, dann blieb dieses and bis zum Ende. Und man konnte nicht zwischendurch oder Angaben einfügen. Jetzt mit diesen neuen Klassen oder mit diesen reparierten Klassen, wie ihr wollt, ist das möglich. Ich mache das mal an einem kleinen Beispiel. Und zwar, ich habe eine Liste von Lokalen und sage, suche Locations, die im Titel oder in der oder im Description oder sonst wo den Suchbegriff Wirtshaus haben und in Bayern liegen. Okay. Also mache ich mir zwei Suchbegriffe und formatiere die gleich schön, damit ich sie im Like verwenden kann. Und mein Query schaut jetzt so aus. Select from ja. Und dann schreibe ich eben diese Query so schön ich kann. Das ist die jetzige Version. Ich kann es auch so schreiben. Das kann ich jetzt auch. Select from where eine Klammer und this or noch ein where
Und hier ist das, was bisher eben, ob das jetzt Bug oder Feature ist, der Standard-Klebstoff bleibt bis End. Ich kann jetzt schauen, was macht die Database daraus. Ich schreibe also Echo Query Dump, dann sehe ich, ich fülle oben die Query und schaue, was unten die Database daraus macht. Das kommt raus in beiden Fällen. Das ist richtig. Und jetzt formuliere ich das um, sodass ich Endware und Orware verwende. Das heißt, ich habe in diesem Fall ein Array gemacht mit Bedingungen. Jetzt fange ich mein Query an. Erstmal, ich möchte Wirtshäuser, die in Bayern liegen. Und eine Latte von Bedingungen erfüllen, die ich mit oder verknüpfe. Ich könnte jetzt in diesem Array auch 10 Bedingungen aufschreiben. Die Database macht dann nichts anderes, als dass es diese Bedingungen aneinanderreiht, or dazwischen schreibt und eine Klammer rummacht. Der Vorteil dieser Sache ist der, dass ich es muss keine MySQL-Datenbank drunter liegen, es kann irgendeine Datenbank drunter liegen. Die Database würde mir das richtige Format ausgeben. Hier ist es nicht so. Hier ist es für MySQL gemacht. So, und ich war von dieser Methode recht begeistert. Und man sieht auch hier, was die Database daraus macht. Verknüpft die Konditionen mit OR, setzt eine Klammer drum. So, und jetzt, weil ich das eben so gut finde, wollte ich euch auch zeigen, wie man eine etwas umfangreichere Query auf dieser Art schön sauber strukturiert. Das ist ein Ausschnitt, damit man überhaupt was erkennt. Habe ich das vergrößert. Und das ist die eigentliche Query, die ich mit Echo jQuery Dump herausbekommen habe. Ja, also das ist jetzt eine echte Herausforderung und ich habe mich hingesetzt, und um das in eine saubere Struktur zu bringen. Ja, das war nicht zu schaffen. Also, es ist so, es geht wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht, ich habe es schlicht und einfach nicht geschafft. Ich bin der Meinung, dass derartig komplexe Sachen müssen dann von Anfang an entsprechend aufgebaut werden. Ich würde jetzt keinem empfehlen, seine Komponenten herzunehmen und die größeren und komplexeren Queries auf diese Art umzuformen. Es sieht in so einem kleinen Beispiel sieht es wunderbar aus. Und tatsächlich wird auch, wenn solche Features auf GitHub zum Testen angeboten werden, werden die auch mit überschaubaren Queries getestet. Also ich weiß gar nicht, ob überhaupt schon jemand so einen richtigen Härtefall durchexerziert hat. Da muss ich jetzt leider also ohne Lösung euch stehen lassen. Und werde auch weiterhin meine eigenen Queries auf diese Art schreiben.
eigentlich bin ich jetzt damit am Ende meiner Session angelangt. Ich wollte noch euch bitten, wenn ihr Fragen habt, mir das vorzulegen oder dem Tobias oder dem Benjamin zu stellen. Und kann mir noch einen kleinen Tipp geben. Das ist aber keine Neuerung für Version 3.6. Das war schon in der 3.5 so. Aber ich glaube nicht, dass das so richtig bekannt ist und sich richtig durchgesetzt hat. Man kann auch im Formfield SQL, das ja doch häufig im Einsatz ist, eine die Database verwenden. Es ist irgendwie schöner und ich habe für Codequalität immer was übrig und würde das hier empfehlen, weil es die SQLs einfach sauberer strukturiert. So. Jetzt bin ich schneller fertig werden als gedacht. Und da wünsche ich euch ein gutes Coden mit Joomla 3.6. Und bedanke mich fürs Zuhören.